Hallo, heute ist Samstag und heute ist es früh am Morgen, so 10 Uhr morgens, ja. Und heute werden wir gemeinsam Frühstück machen, aber nicht irgendein Frühstück, sondern French Toast. Ja, wir werden es auf beiden Varianten machen, süß und salzig. Mal sehen, wie das ist. Ich hab's schon mal gemacht, aber wir werden das mal zusammen machen und diesmal auch salzig, weil letztes Mal war es nur süß. Und ja, dann denke ich mal, ohne weiter zu reden, werden wir mal starten. So, zuerst mache ich mir meinen salzigen French Toast und ich sage euch mal kurz, was ich jetzt gleich machen werde. Und zwar, ich habe hier meine zwei Eier, die werde ich erstmal umrühren mit einer Gabel und dann kommen sie in die Pfanne. Und dann werde ich so zwei Scheiben Brot drauflegen und diese, ja, ein wenig Zeit da drauf lassen. Und dann kommt auch dann der zweite Teil. Und das machen wir mal jetzt. Hoffentlich wird das sehr lecker, denn ich habe sehr viel Hunger. Aber wir machen sogar zwei French Toast, also von daher. Und ja, ich glaube, dann machen wir das mal. Im Umrühren. Ich schaffe es einfach. Ich mache es normalerweise nicht alleine. Also ich habe dann schon jemand, der mir vielleicht sagt, ob ich das richtig mache, weil ich und French Toast Komplikationen haben. Aber mal sehen, wie das hier alleine wird. So, ich glaube, ich habe es genug umgerührt und jetzt werde ich noch etwas Salz hinzufügen. Und jetzt Öl in die Pfanne. So, jetzt warten wir ein bisschen, bis das hier wärmer wird. So, und jetzt mal, bevor es weitergeht, hier Outfit-Check. Ein ganz gemütliches Outfit, ich liebe es. Es ist von innen so mit Fell, keine Ahnung, richtig warm für die Winterzeit. Ich liebe es. Also, ja, damit bleibe ich sehr gerne so am Wochenende, so mit längerer Zeit. Und jetzt mit French Toast, also perfekt. Habe auch natürlich die Hose dazu. A few moments later. Jetzt kommt der Toast. Also wir machen noch die Eier drinnen und dann kommt der Brot. Okay, jetzt kommt etwas Schwieriges, weil unter dem Brot hat sich ja Ei gebildet und dann muss ich das Ganze so umdrehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das
Ich hoffe, es sieht gut aus. Ich glaube es. So, jetzt warten wir, bis beide Seiten getoastet sind und der Käse auch geschmolzen ist. Und dann ist der erste auch schon fertig. Ich hab's geschafft. Ich bin stolz auf mich. Also ich mache schon Kochvideos manchmal. Ich versuche TikTok-Snacks und sowas. Aber an sich, ich bin beim Kochen gar nicht mal so gut. Fertig! Tada! Was hält ihr von unserem French Toast? Naja, wir müssen es erst noch probieren, weil so geht er auch nicht. Schaut mal, wie der Käse geschmolzen ist. Ach, ist heiß. Mmh. Ich lieb's. Das ist echt lecker. Kann ich euch empfehlen. Die Form sieht auch richtig gut aus. Also man kann jetzt nicht sagen, es sieht furchtbar aus. Ich bin eigentlich sehr stolz auf mich. Nächster French Toast. Süß. So, dafür mache ich jetzt erstmal Milch und Eier rein. Zwei Eier. Die tue ich dann erstmal mixen. Und das machen wir erstmal. Das ist jetzt schon umgerührt und jetzt mache ich ein bisschen Zimt, ein bisschen Zucker und Vanillezucker drin. Schnell wieder das Brot hier rein, tupfen es kurz und dann kommt es auch schon direkt in die Pfanne. Wir werden auch noch ein bisschen unser French Toast dekorieren, denn einfach so jetzt dieses French Toast ist ein bisschen langweilig. Also habe ich hier drin gefrorene Erdbeeren und gefrorene Blaubeeren, die ich dann ein bisschen schmelzen lasse und dann obendrauf als Topping drauf tue. Der eine ist ein bisschen verbrannt, aber egal. So, aber schaut mal, was ich gerade eben gefunden habe. Tada! Habe ich noch zu Hause. Und zwar ist es eine Karamellsoße, die wir dann noch extra als Topping dazu machen können. Das wird richtig lecker. Und jetzt machen wir so die Erdbeeren, die Blaubeeren und die Karamellsoße drauf. Wunderschön. Hier muss ich aufpassen, dass nicht zu viel kommt. Wünscht mir Glück. Bitte. Das ist viel zu hart wegen der Winterzeit. A few moments later. Okay, ich habe es hingekriegt und jetzt probieren wir es. Mmh. Oh, das ist richtig lecker.
so lecker. Beide sind ziemlich lecker auf seine eigene Art. Also ich kann jetzt nicht sagen, mir gefällt süß oder salzig mehr, denn beides ist einfach genial. So, und das war's mit diesem Video hier, dass ihr mich begleitet habt in meinem Frühstück für dieses Wochenende. Ich sag euch, es ist nicht schwer, das zu machen. Also in 15 Minuten oder weniger hat man schon das alles gemacht. Es lohnt sich, ist sehr lecker. Wenn man es natürlich für mehr Personen macht, ist es halt mehr Arbeit. Aber wenn man es für sich macht, perfekt. Sehr lecker. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Mir hat es sehr gefallen, euch in meinen Morgen hier zu begleiten. Und ja, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und außerdem ist es einfach und gratis. Und hier auf diesem Kanal macht es sehr viel Spaß. Und unterstützt dieses Video mit einem Like. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video. Tschüss!